Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautsprecher und ich begrüße euch wieder zu Trials of the Blood Dragon, jawoll. Aber bevor wir wieder starten, gleich in Medias Res gehen, wollte ich mich erstmal bedanken. Wahnsinn, das Spiel kommt ja anscheinend saugut bei euch an. Ich meine, mir gefällt es auch, es macht höllisch viel Spaß, deswegen holt es euch 14,99 für ein Standalone. Also ihr braucht noch nicht mal das Trials Fusion, also bloß nicht verkehrt machen. Ihr könnt euch natürlich Trials Fusion kaufen, aber ihr braucht es nicht dazu. 14,99 im PlayStation Store, beim Xbox One Marktplatz, wie auch natürlich bei Steam. Da habe ich es noch nicht ganz gecheckt, aber da könnt ihr mir ja mal eine Rückmeldung geben, wenn es da auch gibt. Und ich denke mal, die Preise werden da gleich liegen. Jo, das mal dazu. Und ja, freut mich, dass es so gut bei euch ankommt. Und so, schön. Das ist immer wieder nice, wenn man was Neues mal ausprobiert und es kommt gut an. Dann des Weiteren wollte ich sagen, beschwert euch nicht über das Wetter, ne? Weil ich möchte euch daran erinnern, am 21.06.2016 ist erst Sommeranfang. Also haben wir jetzt eigentlich nur einen durchwachsenen Frühling. Von daher alles in Ordnung. Und für uns Gamer kommt das gerade recht, weil so kann keiner motzen, bei dem Wetter sitzt du drin und zockst. Nee, man kann ja nichts anderes machen. Was willst du machen bei dem Wetter, ne? So, aber jetzt schon wieder genug geschwaddelt. Ubisoft Club hat mir gleich mal wieder eine Meldung gegeben. Willkommen zurück, entdecke das Ubisoft Club-Erlebnis in Trials of the Blood Dragon, indem du Club-Units sammelst und sie für exklusive Belohnungen einschließlich zwei neuen Leveln eintauchst. Möchtest du den Ubisoft Club jetzt starten? Sollen wir das tun? Okay, wir tun es. Startet er auch jetzt? Jetzt. Keine Angst, wir werden auch noch genug spielen. Ich weiß, jetzt denkt ihr schon wieder, Mann, was labert der? Jetzt geht er auch noch in den Ubisoft Club. Aber man kann ja mal kurz gucken, was da Tolles gibt. Sag mal, das ist doch für uns, oder? Ja, guck mal da unten. So, wenn ich irgendwann mal steuern könnte. Ja, okay. Okay. So. Neue aktuelle Neuigkeiten, mehr Belohnungen. Ja, wir gehen mal da drauf. So, Turbo Flip. Den wollen wir haben, oder? Und wir haben genug Punkte. Das ist geil. Hammer. So. Was gibt's noch? Soundtrack brauchen wir jetzt nicht. War's das schon? Wir gehen mal da drauf. Ob es da alles gibt. Was ist das? Nee, das lesen wir uns jetzt nicht durch. Haben wir keinen Bock drauf. Egal. War es das jetzt schon? Ah, da ist es. So. Aha. Winzig kleiner Lebensraum. Können wir das spielen? Geil. Wir können spielen. Hammer. Ja, machen wir doch direkt. Winzig kleiner Lebensraum, Pfeile an deinen Sprung und Saldo-Skills. Ja, geil. Das ist wie so ein Taiko Asi-Ding. Voll cool. Geil. Ja, vor allen Dingen hier ist echt egal, wie du aufkommst. Ey, die Dinger finde ich so affengeil. Also auch im Real Life. Oh, siehst du mal. Der war aber stabil, der Karten. Dieses Kartenhaus. So, die finde ich so geil, die wollte ich mir schon tatsächlich auch im Toys R Us holen. Jetzt auch in meinem Alter. Ich finde, das kann man ruhig mal machen mit 25. So. Wow. Oh Mann. Und hier ist erst ein Checkpoint. Da war schon öfters eine. Wow, geil. Alter, ist das geil. Da hat sich doch die Investition für schlappe 30 Ubi-Credits voll gelohnt. Oder was meint ihr? Crazy shit out there. Sehr geil. So, erinnert ein bisschen so an Toy Razors, ne? Kommt ja auch immer gut an.
Also Toy Razer kommen ja auch immer richtig fett an. So, oh, reicht das? Nee, steht sogar noch da. Nee, reicht nicht. So, okay. So, fangen wir hier nochmal an. So. Aber keine Angst, wir spielen nicht nur das. Wir gehen natürlich auch wieder in der Story weiter. Ist ja wohl logisch. Dann müssen wir unser neues Spielzeug erstmal austesten. Bam! Mission complete. Sehr schön. Geil. Jawohl. Und jetzt Level 2, oder? What? Immer noch nicht? Oder haben wir es jetzt erreicht? I don't check this. Was ist das? Von Metal Francis entwickelt sich? Yeah. Zu? Er entwickelt sich. Okay. Ja. Geile Scheiße, aber. Ich hätte ja fast Bock da noch ein Level 2, aber nee, komm, wir machen mal was anderes. Wir hatten ja die Auswahl jetzt zwischen... We have identified the location of the Holy Grail. Genau, Riders. That's the kind of power anyone would want. So we're gonna make sure nobody but the US of A gets it. Go to the temple, find the damn thing and bring it home for Uncle Sam. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Riders of the Lost Grail. Und dann haben wir noch, The Communists have made a deal with the Cali Cartel. They want to flood our beautiful country with TurboCrank. The most dangerous drug in the world. Well, you know what to do. Ja, die Knäggeldaster, auf nach Miami. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Komm, das sieht auch witzig aus da mit den ganzen Tierköpfen. So. Hau mal rein. We're going to Miami. Dilililili. Nee. Hieß es so? Nee. We're going to Miami. I'm in Miami. Oh, krass. Ein Hai. Pop Quiz Hotshot. We have a cockroach problem somewhere in the city. They need to be fumigated big time, but we don't know exactly where the nest is. What do you do? What do you do? Found it. I initiate the hunt. I find the bugs. Then I fumigate, eradicate, and exterminate. Spot on. You'll find the sprayer and your uniform in the package, next to your right foot. Stay cool, Daddy-O. Always have, always will. Geil, jetzt geht's wieder los. Ach, geil. Und gleich mal durch die Tür. Hey Slay, your mission is simple. Just drive until your beeper starts. Well, beeping. It works better on high ground, so head up. The only way is up, that's always been my motto. Richtig, so. Wow, no. Ah, sehr schön. Sau gut. Darüber. Ich bin voll im Tunnel, voll am Konzentrieren. Das war. Sieht dir ähnlich. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Gleich mal zweimal zurückgesetzt. What the fuck? Oh oh. Still no beeping? Your bike stalled or something? Yeah, yeah. Hell no. My shit always works. This is. Sometimes. 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 Wir gehen mal nochmal Anlauf. Das war ein bisschen. Können wir nochmal? Scheiße. Nee. Nee. Okay, dann fangen wir nochmal von vorne an. So. Jetzt. Speed up. I've got beeps. Nö. Kacke. Now head back to street level, first chance you Komm, get. Kann doch nicht sein, dass uns das so lange aufhält. Wir haben es aber trotzdem da zum Checkpoint geschafft. So, weiter geht's. Wow. Ja.
Oh, no. Oh, das. Ich weiß. Heute. Heute, Leute. Slay, when you arrive, you have to deploy the turbo flip. This will let us stink the place out and tag enemies. Peachy. Turbo flip? Das soll so sein. Siehst du? Wenigstens noch durch den Checkpoint gekommen. Okay, deploy the turbo flip. Triple flip? Okay. Moment, Moment. Wir stecken da gerade drin. Okay, dann fahren wir nochmal zurück. Ah, ich weiß, das gibt eine Scheißwertung. Och nö, vergiss es. Was war denn das? Oh mein Gott. Es wird nichts geschnitten. Außerdem sieht er eher an meinen Versuchen, wie oft ich schon gemacht habe. Ah, geil, da geht's mit dem dann weiter. Geile Scheiße. I love it. Ja. Oh, nee, nochmal zurück. Muss doch da rein. Hä? Ach so. Jetzt müssen wir die andere Taste nehmen. Ah, okay, tricky. Okay, jetzt müssen wir L. Oh. Ich weiß nicht, ob das richtig war, aber ich glaube schon. So. Und jetzt müssen wir. Komm. Speed up. Okay, we're almost there. As soon as you enter the server room, I'll use remote access to disconnect the alarm. Then it's open sesame. Open sesame? Genau. Hier sind wir. Bam! Geil. Et voilà. Good job, Slay. Ja, ich weiß. Puh. Ja. C-Voting, ich weiß, geht besser. Egal. Nächstes Level. Hauen wir voll rein. Todeswunsch. Säubere die Zentrale. Okay. Okay. Ah, jetzt haben wir wieder. I'm out front now. Don't forget, you have to clear each floor and then move up. I'll place charges for the grand finale. Already on it. Können wir da lang? Nee. Ja. Oh, abgekackt. Boah, müssen wir aufpassen. Ist nicht ohne. So. Oh, sind wir beide drauf gegangen. Hoppla, ja. Gott, bin ich schlecht heute. Hey, fuck. Warum macht er mich nieder? Okay, nochmal. Ja, mit der Steuerung ist echt wieder ein bisschen friemlich. Muss ich auch mich erstmal wieder dran gewöhnen. Jawohl, siehst du? So. Wow. Also I'm just sorry for the guy who left the vacuum this place. Oh. Ey, fuck. Können wir irgendwo in Deckung gehen? Oh, wir haben ja jetzt den Checkpoint hier. What? Oh, komm. Jetzt müssen wir mal aufhalten. So, und da rein? Okay. Okay. One down, one to go. Ja. Die haben alle schön um. Und sie zerplatzen. So. So, weiter geht's. Oh, yeah, baby. Jawohl. Wegen. Wie? Das ist doch gut. Ach was. Er hat uns umgemäht oder was? Ach was. Das war doch fantastisch. Verdammt, das war schlecht. Aber das probieren wir gleich nochmal. Ich fand den Salty gar nicht mal schlecht. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es geschafft. Boah, schon wieder. Heftig viele Versuche. So, jetzt weiter.
Müssen wir da auf die Plattform? Mhm. Ah, fuck. Macht ihr nichts raus? Ja, nee, machen wir nicht. So. Ach komm, wir gehen gleich runter. Jawohl. Das hat gut geklappt. Oh, fuck, das war... Sieht ein bisschen aus wie die Jungs von Daft Punk, ne? Die würden auch perfekt hier reinpassen. Okay, wie können wir da durch? Können wir irgendwie rollen? Können wir irgendwie rollen? Ah, wir können uns ducken. Charge planted. Fireworks are ready. Meet me in the penthouse, Lay. Just let me finish mopping up first. So. Haben wir da so einer drin? Oder? Naja, ist egal. So. Einfach mal in den Fahrstuhl reingeballert. Man weiß ja nie. So, und weiter geht's. Looks like I'm on the packaging floor. Ja, das passiert aber auch in den Filmen, ne? Sowas ist ja normal. Guck mal, wie lange der Jackie Chan gebraucht hat. Okay, ja, da hätte man wieder schießen müssen. Ich vergesse das immer, dass man auch beim Motorrad hier schießen kann. So. Oh, fuck. Da bin ich einfach zu kacke gelandet gerade. So, jetzt aber. Uah. Oh fuck. War da wenigstens ein Checkpoint? Uah. Alter Schwede. Wow, krass. Ja, okay, da war wenigstens ein Checkpoint. Ja. So. Die Leiter hoch. Gut. Und weiter geht's. Fuck! No! Och, komm schon! Fail like a boss. Mal wieder eine neue Folge. Nein! Alles war so schön. Es war so schön. Sag mal selber, dass es gerade schön war. Och, komm! Nochmal, das kriegen wir schöner hin. Ah! Gott, das ist schon 20 Versuche. Ach komm! Sollen wir gleich mal planen? Ja, das ist einmal verkehrt gewesen. So, jetzt klappt es auch mit dem Nachbarn. So. Ah, fuck, da haben sie schon wieder geballert. Und ich war nicht vorbereitet. So. Ah, das gibt auch nichts Besseres wie C-Wertungen. Nicht noch schlechter. Aber egal. So. Einfach mal wild in die Umlaufbahn geballert. So. Man weiß ja nie. Mission abgeschlossen. Ah, jawohl, sehr geil. Sehr, sehr geil. Yeah. My little blood dragon club. Someone's in a kibble coma. Explosives in place. Charges are primed and ready. Rox, grab the cat. Nein. Nicht wirklich, oder? Ach schade, ich hätte mir gewünscht, dass ich so ein Level gebe. Das wäre jetzt D. Puh, das ist schon durchwachsen. Komm, ein Level hauen wir noch nach. Konsequenzen, die Explosionen haben Turbo Crank Dünste freigesetzt. Du bist high. Geil, ich bin high. Ja, fängt schon gut an. Wow. Voll on Trucks, oder was? Oh, Alter. Nein. Ah, das fängt schon gleich beschissen an. Ich weiß, Kumpels von mir würden jetzt komplett nochmal neu anfangen. Mach ich aber jetzt nicht. Wow, Alter. Wallride, oder was? Ah, ja. Komm, das klappt doch. Ja, komm, das klappt doch.
Nee, nicht ganz. Alter. Oh Gott, da muss ich mich echt verrenken, ne? Das ist schick. So, komm, das sieht doch gut aus. Nee. Okay. Entschuldigung, wenn ich jetzt vielleicht so Kopfbeiringe gemacht. Aber. Ah! Oh, jetzt. Oh, scheiße, das wäre so schön geworden. Wait. Achso. So. Wir machen heute. Komm, jetzt machen wir mal keine Salvis. Jetzt machen wir heute mal ganz einfach nur. Oh, du Scheiße. Was? Ich kann das nicht. Ich hätte mir da machen müssen. Das war die ganze Show. Und Wasser? Okay, unter Wasser? Alles klar. Okay. Alles klar. Ah ja gut, er ist ja auf dem Trip. Ich dachte, das Spiel überhaupt einen Sinn machen würde. Aber egal. Oh Mann, ich liebe die Levels. Alter, sind die geil. So. Wir machen keine großartigen Experimente jetzt gerade. Ab ins Bett. Oh mein Gott. Sieger machen keine Drogen. Sieger machen keine Drogen. Aha. Where are we? Hospital. You've been asleep for like centuries. Horrific mass shooting which resulted in 75 wounded and 16 dead. The latter being mostly drug traffickers. So that was Turbo Tank, right? We caused this? It was, and we did. This is wrong on so many levels, Slay. Yeah, I know. But you know, sometimes you've gotta crack a few eggs to make an omelet. Yes, the fight against communism sometimes comes with a high price. And speaking of omelets, I've checked online. Inhaling that much Turbo Crank, our brains would have been like fried eggs. Instead, we're pretty much just fine. You're fine. You did your favorite thing in the world. Lead. I've been out for days, meaning I miss my cartoons. And that is whack. You don't understand. This is important. This means something. Then ask the general. He knows everything. You're damn right I do. General Ryback! I'm sorry, but you can't smoke in here. What are you, some kind of communist? Get lost. Sir, you know what happened to us there, right? You know why we're fine. You've got to tell us. Now! Corporal Colt, you will change your tone when addressing a ranking officer, or I'll have your ass in a wood chipper. Turbo Crank 12-year-old or not, is that clear? Yes, sir. Sorry, sir. Now listen up, you two. I know you're dying to know how you could hoover up that much of the drug and not get worse than a cat at a Pink Floyd laser show. Well, I'll tell you. Is it because you dosed us with a super secret antidote? No. Is it because we've spent the last 10 years building an immunity to Turbo Crank? No. Is it because you... Corporal, would you just shut up? Here's the deal. I haven't been entirely honest with you two. You see, the reason you were able to suck down a Hollywood party's worth of Turbo Crank is that you're not entirely human. What? Bitchin'. But if we're not human, what are we? Well, your dad, Rex, was human. Dr. Darling, your mother, well, she was a blood dragon in human form. Wicked! Damn right it's wicked, and it means you're tough. Tougher than anyone thought. So get up out of those hospital beds and get your combat socks on, because the commies are on the move. Oh, wow. Alter Schwede. Ja, immerhin. B ist ja nicht verkehrt. Wir gucken mal, ob wir mal wieder ein A-Ranking hinbekommen. So. Zur Zentrale. Haben wir da jetzt schon wirklich alles abgeschlossen? Ja. Auf nach Miami. Todeswunsch, Konsequenzen. Das haben wir jetzt komplett gemacht. Da haben wir ja auch alles erledigt gehabt. Da ist auch nichts Neues dazugekommen.
Ja, dann. Ja, genau. Das haben wir alles ja schon gehört. Ja, dann geht es beim nächsten Mal zu Riders of the Lost Trail, würde ich sagen. Hammer. Ach, war mal wieder nice, die Folge, oder? Also ich fand sie richtig smooth. Also mir hat sie sehr gut gefallen. Naja, wenn sie euch gefallen hat, könnt ihr doch gerne mal ein Like da lassen oder schreibt was in die Kommentare oder macht doch am besten beides. Wie gefällt euch das Spiel? Und ja, wie gesagt, das würde mich echt mal interessieren. Deswegen haut's rein. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal bei, Achtung, jetzt kommt's, Trials of the Blood Dragon and Riders of the Lost Grail. Wenn das schon nicht zwei verdammt coole Titel sind, dann weiß ich es auch nicht. Naja, aber okay, das soll es mal wieder von mir gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, ciao.